Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, oggi nella lettura abbiamo sentito questo bel avvenimento davanti la porta bella, un storpio chiedeva elemosina. E oggi, il giorno prima della festa degli Apostoli Pietro e Paolo, una grande festa che è anche preceduto da una vigilia, l'unica vigilia prima di un apostolo. E abbiamo sentito che questo storpio chiedeva soldi o qualcosa. E che cosa hanno fatto? C'erano Pietro e Giovanni. E Pietro ha detto: guarda a me. E che convinzione era in lui? Come parlava lui? Poi diceva: argento e oro non ne ho, però quello che ho ti do. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Argento e oro non ne ho. Vedete che siamo in una nuova stanza per la Santa Voce. Abbiamo portato già tanta roba via da questa casa che devo lasciare con questo giorno. Tanta roba. Dobbiamo scomprare questa casa. E a me piacerebbe in questo momento almeno, di avere niente. Com'è, Fra Celestino? Purtroppo ci sono le cose, c'è il soldi, tutto questo, però non dimentichiamo quello che ha detto Pietro. Argento ed oro non ne ho, però quello che ho ti do. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Che sicurezza nelle sue parole. Ma non si può dire questo senza di avere un pensiero che è possibile questa guarigione. Io almeno non ho questa convinzione di fare. Però sono sacerdote. Proprio domani, 41 anni fa, sono stato ordinato al sacerdozio. Questa candela qua dentro ricorda della mia prima messa il 3 luglio del 1983. È scritto sacerdote in eterno, però la ordinazione era già il 29 di giugno, e il giorno di domani. Abbiamo ricevuto un grande dono dal Signore. Purtroppo spesso non usiamo quello che abbiamo ricevuto, oppure non crediamo che abbiamo ricevuto un grande dono. Però c'è, e tutti i vescovi, non lo so che cosa direbbe oggi il mio vescovo quando sarebbe qua vicino di me, forse direbbe le stesse parole di me, però è vescovo, lui ha quasi tutto della consacrazione, tutto del dono del sacerdozio. Ringraziamo il Signore per questi apostoli Pietro e Paolo e chiediamo per tutti i sacerdoti che possono
essere vere testimoni della fede e dell'amore del Signore. Meine lieben Brüder und Schwestern, heute feiern wir die Vigil von Peter und Paul, dem großen Festtag. Wir haben gehört, dass Petrus und Johannes in den Tempel gegangen sind und bei der schönen Pforte ist ein Gelähmter gesessen und hat gebettelt, wie er das Tag für Tag wahrscheinlich gemacht hat. Und Petrus hat ihn dann angeschaut. Er hat zu ihm gesagt, schau uns an. Und er hat sie angeschaut und hat erwartet, dass er etwas bekommt. Aber dann hat Petrus gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi steh auf und gehe. Und er ist aufgestanden und war gesund. Ich habe, wie ihr seht, heute in einer neuen Umgebung die Heilige Messe, denn wir mussten das Haus bis zum heutigen Tag räumen, wo ich täglich die Heilige Messe feiern durfte. Und da haben wir viele Sachen weggebracht. Und ich bin ein wenig traurig, dass es so viele Sachen sind. Am liebsten wäre mir, wenn es gar nichts gäbe. Und wenn ich so vielleicht wie Pater Celestino sein könnte, der als Franziskaner sehr einfach lebt. Aber ich tröste mich damit, dass es ja noch besser werden kann. Und dass ich vieles von dem, was ich habe und besitze, weggeben kann und werde. Petrus hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Er hat das mit einer Überzeugung gesagt, mit der Überzeugung eines Apostels, der wusste, dass Jesus in ihm jetzt wirkt und diesem Gelähmten die Gesundheit geben kann. Die Gesundheit, das wissen wir, ist weit mehr als jeder Euro, den es gibt auf der Erde. Und Petrus hat ihm das gegeben. Welch eine Überzeugung. Und ich muss gestehen, dass mir diese Überzeugung fehlt, auch wenn ich Priester bin. Ich bin vor 41 Jahren zum Priester geweiht worden. Morgen, am 29. Juni 1983, wurde ich zum Priester geweiht. Und diese Kerze hier in der Vitrine erinnert an meine erste heilige Messe am 3. Juli 1983. Priester in Ewigkeit steht hier geschrieben. Und ich zünde diese Kerze für gewöhnlich immer an dem Tag an, wo ich zum Priester geweiht wurde. Danken wir heute Gott für diesen großen Apostel Petrus und Paulus und bitten wir für alle Priester und alle Bischöfe, dass sie die Gabe, die sie erhalten haben, dass sie diese Gabe in rechter Weise nützen zum Heil der Menschen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.